Flensburg, Hafen, Freitagvormittag. Letzte Vorbereitungen für einen Radmarathon quer durch Deutschland. Auf Maximilian Schwarzhuber und seinen Mitstreiter Achim Heukemes warten 48 Stunden voller Strapazen. Ich bin der Maximilian Schwarzhuber. Ich bin beidseits Unterschenkel amputiert, was aber nicht heißt, dass ich kein Glück habe. Und außerdem bin ich Vortragsredner und Extremsportler. Von Flensburg nach Oberstdorf sind es 1001 Kilometer und ungefähr 6000 Höhenmeter. Alles ist die Herausforderung. Also da kommen ganz viele Dinge dazu. Das Wetter spielt rein, meine Prothesen, dass meine Stümpfe nicht zu viel schwitzen, dass ich da keine Druckstellen bekomme, alles Mögliche. Und natürlich die lange Zeit auf zu sein, irgendwann die Erschöpfung, die Müdigkeit kommt und das dann durchzuziehen, das ist natürlich eine gigantische Herausforderung. Der 29-jährige Maximilian hat lange mit dem Schicksal gehadert und schließlich einen außergewöhnlichen Weg genommen, um sein Lebensglück zu finden. Freude, Trauer, Verachtung, Überraschung, Ekel, Furcht und Wut. Wir Menschen haben eine breite Palette von Emotionen. Und die wohl schönste Emotion ist das Glück. Glück ist ein Gefühl und das entsteht im Gehirn. Etwas fühlt sich gut an, etwas fühlt sich lohnenswert an. Unser Belohnungssystem im Gehirn sagt mir, mehr davon. Die Deutschen sind laut aktuellem Glücksatlas gerade in einer regelrechten Glücksdelle. Was tun? Gibt es eine Formel oder ein Rezept zum Glücklichsein? Wir können herausfinden, was unserem Glück beiträgt und wie wir das ganz aktiv eben in unser Leben einladen. Wir wollen dem Glück auf die Spur kommen. Durch zwei außergewöhnliche Glücksgeschichten und drei ExpertInnen, die das Glück vermessen und erforscht haben. Rückblende, Mitte März. Maximilian Schwarzhuber aus Wolnzach ist Sportler durch und durch. Alpencross, Marathon, Triathlon. Die extreme Herausforderung fasziniert ihn. Ich freue mich eigentlich fast immer aufs Training. Ja, manchmal gibt es auch Scheißtage. Da denke ich mir so, ach komm, heute muss es unbedingt sein. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich das Ziel vor Augen habe und mir auch klar mache, hey, das ist nötig, ja, weil sonst ist es garantiert, dass ich wirklich ablus bei der Deutschlanddurchquerung. Und dann quäle ich mich manchmal auch aufs Fahrrad, ja, aber meistens, gerade wenn das Wetter schön ist, dann freue ich mich wirklich drauf. Ich musste mir letztendlich das Glück erarbeiten oder zumindest den Umgang damit, weil es mir wirklich enorm schlecht gegangen ist und ich es irgendwie geschafft habe, da wieder rauszukommen, selbstständig. Wo ich teilweise im Nachhinein mir schon denke, also krass, dass das überhaupt so geklappt hat, ja, weil ich hatte wirklich schwere Depressionen und hatte keine Lust mehr auf irgendwas. Und das war ja dann auch so die Entwicklung, die ich gebraucht habe, um auch diese Entscheidung zu treffen, dass ich mir entgegen dem Rat vieler Ärzte beide Unterschenkel amputieren lasse. Ja. Ich bin glücklich darüber, wie sich alles entwickelt hat. Ja. Aber ein Glückskind in dem Fall, es ist die Frage der Definition. Ja. Da will ich mich jetzt nicht auf einen konkreten Wert einlassen. Eine Amputation als Glücksfall? Maximilian wird uns später mehr dazu erzählen. Im Gegensatz zu Maximilian Schwarzhuber ist Achim Bubert aus Kleinrönnau in Schleswig-Holstein eigentlich ein Glückspilz. Ihn hat das Glück geradezu überfallen. Ich bin der Achim und habe vor 28 Jahren mal im Lotto gewonnen. Umgerechnet knapp 4 Millionen Euro. Juli 1994, Ziehung der Lottozahlen. Im Spiel 77 gibt es einen Rekord-Jackpot. Chance auf den Hauptgewinn 1 zu 10 Millionen. Achim sieht am Samstagabend nach einem Angelausflug die Zahlen. Dann bin ich an der Ecke gegangen und habe ich erstmal Pipi in den Augen gehabt. Ne? Weil das war ja irgendwo Glück. So, und in dem Moment bimmelt das an der Tür. Dann kam mein Vater und wollte seine geräucherten Aale abholen. Die hatte ich zwischenzeitlich noch mal geräuchert gehabt.
Und dann sagt er zu Petra, ja sag mal, was ist denn mit Achim da los? Ja, wir haben alle Zahlen, Spiel 77. Richtig. So, und damit ging eigentlich das Unheil los. Achim arbeitete als Zimmermann. Das Geld war knapp, die Schulden erdrückend und die Ehe zerrüttet. Plötzlich war Achim Multimillionär. Buberts kauften ein paar Autos und ein 5000 Quadratmeter Anwesen mit Angelteich und Tretboot, Ponys und einem Esel. Sie eröffneten einen Angelshop und ein Zoofachgeschäft. Außerdem kauften sie zwei Ferienhäuser und Boote an der Ostsee. Sie verschenkten Millionen an Verwandte und Freunde. Heute ist das Geld weg. Immerhin das Grundstück ist der Familie geblieben. Filmen dürfen wir nur von außen, denn Achim fürchtet Übergriffe. Wir haben damals vom Lottogewinn haben wir uns die Koppel gekauft, wir haben uns alles hier gekauft. So. Und wie gesagt, und wenn wir das zeigen irgendwo in der Öffentlichkeit, es sind schon mal Tiere vergiftet worden und ich möchte das einfach nicht mehr. Nee, dieser Lottogewinn hat überhaupt gar kein Glück gebracht. Das zum Anfang, wo der Lottogewinn eine Woche alt war, da ging das Telefon wegen 100.000 Mark und da sollten meine Kinder gekidnappt werden. Ja, und ich denke mir mal, wenn eine Mutter sowas natürlich hört, ne, dann hat sie keine Freude mehr und keinen Spaß an diesem Lottogewinn. Das Nötigste verdient Achim jetzt als Kleindarsteller für Film und Fernsehen. Er hat im ehemaligen Angelshop ein Tonstudio eingerichtet und hofft auf eine Karriere als Musikproduzent. Das Lottoglück ist zum Fluch geworden. Eine typische Geschichte, keine Ausnahme, sagt Tobias Esch, Arzt und Neurowissenschaftler der Universität Witten. Sein Spezialgebiet ist das Glück. Glück ist ein Gefühl, aber dahinter steckt ein biologisches Prinzip. Glück will uns sagen, was gut für uns ist. Und zwar jetzt in dem Moment, um unser Überleben zu sichern. Dann im nächsten, um sozusagen erwachsen zu werden, uns in die Welt einzupassen, unseren Beitrag zu leisten. Auch vielleicht eigene Nachkommen zu erzeugen. Und schließlich das, was ich an Wissen angereichert habe, an Weisheit, an die nächste Generation weiterzugeben. Tobias Esch unterscheidet drei Arten von Glück. Den Hochmoment, die Erleichterung und die Zufriedenheit. Der Hochmoment, das ist der Kick, die Vorfreude, Glücksgefühl pur. Dann gibt es, etwa nach einem stressigen Arbeitstag, das Erleichterungsglück. Das Lebensglück, nach dem wir alle streben, ist die Zufriedenheit. Bei den Buberts ist der Hochmoment leider nicht zum Lebensglück geworden. Auch das erwartbar, meint der Glücksforscher, denn also wir können uns das etwa so vorstellen wie bei einer Waage, dass wir eine Voreinstellung fürs Glück haben, eine Werkseinstellung, eine Grundausstattung, den Happiness Setpoint. Und wenn ein Lebensereignis kommt, was sozusagen das Glück ausschlagen lässt in die hoffentlich positive Richtung, geht auch umgekehrt. Negative Lebensereignisse, Krankheit, Trennung oder ähnliches. Wenn das passiert, dann kommt es zu einem Ausschlag in die eine oder andere Richtung. Aber je nachdem, wie stark das Ereignis war, über kurz oder lang kommt sozusagen alles wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Na, da können wir ja fast froh sein, wenn wir nicht im Lotto gewinnen. Tobias Esch hat als Neurobiologe untersucht, ob und wo man das Glück im Gehirn finden kann. Also man kann sagen, das Hochmomentsglück, das beginnt hier im Mittelhirn und projiziert, wie wir sagen, die Nervenzellen entlassen das Dopamin hier im Bereich des Großhirns. Ein Beispiel: Essen, das wir lieben, regt das Gehirn an, Glückshormone zu produzieren. Dopamin, Hochmomentsglück. Wir sind glücklich in diesem Moment, wie diese Kinder, die nach dem Unterricht ein Eis spendiert bekommen. Glücksmomente gibt es auch, wenn wir gute Freunde treffen oder Sport treiben oder verliebt sind. Aber dauerhaftes Augenblicksglück könnte unser Körper gar nicht aushalten. Das hat ein berühmtes Experiment an der kanadischen McGill-Universität in den 1960er Jahren gezeigt. Forscher haben Laborratten Elektroden in das Belohnungszentrum des Gehirns eingepflanzt. Die Tiere konnten mit einem Hebel das Gehirnareal aktivieren, das Glücksgefühle auslöst. Der Dopaminkick war stärker als der Selbsterhaltungstrieb. Die Ratten verzichteten auf Essen und Trinken zugunsten des Glücksgefühls. Kaum wurde die Elektrode entfernt, verhielten sie sich wieder ganz normal.
Unser Gehirn produziert eine ganze Reihe von Glücksbotenstoffen. Es gibt nicht das Glückshormon, sondern einen Glückscocktail. Neben Dopamin sind das Endorphine, körpereigenes Morphium und Oxytocin. Und jedes Hormon hat einen Spezialauftrag. Endorphine haben wir zur Schmerzlinderung, bei Stress. Wenn wir uns völlig verausgaben, etwa beim Sport, geben sie uns den nötigen Kick, um weiterzumachen. Körpereigenes Morphium macht uns stolz, zufrieden. Etwa wenn wir beim Sport gewinnen oder gelobt werden. Es wird auch ausgeschüttet, wenn wir uns mit anderen freuen. Oxytocin ist das Hormon der Liebe, der Bindung, des Körperkontakts. Das Zufriedenheitsglück, da wo es um Herunterfahren, um Verbundenheitserleben geht, um Oxytocin und Morphium, das sehen wir vor allen Dingen hier im Bereich des Hirnstamms und in den Arealen, wo Serotonin, das sozusagen uns herunterfährt, Morphium und Oxytocin gebildet werden. Übersetzt auf unsere beiden Glücksgeschichten heißt das, ein Lottogewinn reicht nicht aus, um auf Dauer ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen. Der Dopamin-Glückskick ist bald verpufft, das Geld auf dem Konto Normalität und alte und neue Ärgernisse kehren ins Leben zurück. Was natürlich bei uns auf der Strecke geblieben ist, ist, ich sag mal, unsere Ehe, meine und Petras Ehe, so durch die ganzen Bittsteller und Familien und Eltern hier, Eltern da, meine, ihre. Jeder hat da reingehauen und irgendwann ist natürlich die Liebe auf der Strecke geblieben und die Gräben zwischen mir und Petra wurden immer tiefer. Auch Maximilian kehrte nach der Amputation wieder zurück zu seinem individuellen Glückslevel, seinem Happiness-Setpoint. Mehr noch, die Amputation war sozusagen eine Art Glücksauslöser. Aufgrund einer seltenen Nervenkrankheit war Maximilian schon im Kleinkindalter unterhalb der Knie gelähmt, hatte unerträgliche Schmerzen, saß im Rollstuhl, wurde gemobbt und war depressiv. Dann fasste er vor 5 Jahren den Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen. Er entschied sich für eine Amputation der gelähmten Unterschenkel. Mir haben ja viele Ärzte davon abgeraten, dass ich das Ganze mache, weil es zu risikoreich ist in deren Augen. Und dadurch, dass ich mich trotzdem durchsetzen musste, den Ärzten gegenüber, musste ich natürlich die absolute Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, ich habe natürlich noch viel mehr Engagement da reingesetzt, dass die Sache gut klappen wird. Schon 4 Monate nach der OP schaffte er einen 10-Kilometer-Stadtlauf. Er geht Bergsteigen, macht schließlich mit bei Marathon- und Triathlon-Events. Seitdem verfolgt Maximilian seinen Lebenstraum. Er macht Schlagzeilen als Extremsportler und ist ein gefragter Lebenscoach. Nach einem Alpencross im letzten Jahr fährt er jetzt einen 48-Stunden-Radmarathon quer durch Deutschland, Tag und Nacht. Ist einfach eine Leidenschaft von mir, so körperlich und mental an gewisse Grenzen zu gehen und die noch natürlich auszuweiten. Ich sag, wenn du wirklich langfristig, sagen wir mal, eine gewisse Zufriedenheit zumindest erreichen möchtest, dann geht es darum, was macht für dich Sinn? Wo siehst du den Sinn drin, etwas zu tun? Die Leidenschaft, ja, das ist ganz entscheidend. Und das ist leider in unserer Gesellschaft halt völlig verkehrt, weil jeder natürlich, man sieht es in der Werbung, es geht nur darum, irgendwie kurzfristige Befriedigungen zu haben, ob jetzt das Werbung für Tabak, für Alkohol oder sonstige Dinge, Vanilleeis, alles mögliche. Es geht nur um das kurzfristige Glück. Aber das kurzfristige Glück ist nichts wert, weil es nicht verdient worden ist. Gibt es objektive Faktoren zum Glücklichsein? Lässt sich Glück messen? Das untersucht die sogenannte empirische Glücksforschung. Karl-Heinz Ruckriegel ist Ökonom und Glücksforscher an der Technischen Hochschule Nürnberg. Der schöne Brunnen ist seit jeher ein Touristenmagnet, auch weil seine Ringe Glück bringen sollen. Wer am Glücksring dreht, hat 3 Wünsche frei und 3 Wünsche kann man immer gut gebrauchen. Eine schöne Legende. Doch bei der Glücksforschung verlässt sich der Wirtschaftswissenschaftler lieber auf gesicherte Daten. Die wichtigsten Faktoren zum Lebensglück sind? Grundlegend sind gelingende, liebevolle soziale Beziehungen. Es geht aber auch um Gesundheit, Engagement und eine befriedigende Tätigkeit. Ein gewisses Maß an Unabhängigkeit. Es kommt aber auch auf unsere Haltung an. Bin ich dankbar? Bin ich optimistisch? Und natürlich kommt es darauf an, dass man ein bestimmtes Maß an Einkommen hat.
um die wesentlichen materiellen Grundbedürfnisse abdecken zu können. Das sind die Grundvoraussetzungen des Lebensglücks, die in allen Studien genannt werden. Klingt banal, doch bricht nur eine Säule weg, ist die Zufriedenheit deutlich reduziert. Armut macht unglücklich, Einsamkeit auch. Reichtum nicht automatisch glücklicher. Ab einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro erhöht sich die Zufriedenheit statistisch gesehen nicht mehr. Die Kernfrage der Glücksforschung ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich würden Sie sich einordnen? 7 bis 8. Ich persönlich würde mir irgendwas bei 8 geben. Mein eigenes Glück heute würde ich bei 7 etwa einordnen. Also so knapp unter 10. Auf dieser Frage baut auch der World Happiness Report auf, bei dem die skandinavischen Länder immer vorne liegen. Am glücklichsten sind aktuell die Finnen mit einem Wert von 7,8. Finnland zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen dort ein hohes Maß an Vertrauen zueinander, aber auch zum Staat haben. Und das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, dass diese Gesellschaft ziemlich gleich ist. Und zum anderen natürlich auch, dass der Staat entsprechend gute staatliche Leistungen, öffentliche Güter anbietet im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheit etc. Deutschland ist mit einem Durchschnittswert von 7,0 deutlich weniger glücklich. Man könnte den Durchschnittswert heben, indem man zunächst mal ansetzt an der Bildung. Hier Chancen, Gleichheit versucht umzusetzen und natürlich dann auch versucht, bei der Finanzierung des Ganzen ein stärker auf Fairness ausgerichtetes Steuersystem zu etablieren. Das heißt, stärker Vermögen mit in die Pflicht nimmt. Den Schlusspunkt bilden Krisenregionen wie Syrien oder Afghanistan. Glück hat also durchaus damit zu tun, wo wir geboren sind. Die US-Psychologin Sonja Lubomirski hat vor 14 Jahren eine Glücksformel aufgestellt, die bis heute gültig ist. Wie glücklich ich im Leben werden kann, hängt zu 10% vom Schicksal ab, also wo wir geboren sind, in welchen sozialen Verhältnissen, gesund oder krank. Zu 50% steckt das Glück in unseren Genen. Ja, tatsächlich, es gibt so etwas wie Glücksgene. Und immerhin 40% unseres Glücks können wir aktiv gestalten und beeinflussen. Möglicherweise gibt es Menschen, denen fällt Glück irgendwie mehr in den Schoß als anderen. Ist da was dran? Ja, ein Teil davon stimmt, denn etwa die Bildung der Botenstoffe fürs Glück, die Frage, welche Unterformen von solchen Botenstoffen ich bilde, wie schnell die abgebaut werden, welche Enzyme ich besitze dafür, wie dicht die Nervenzellen in den Glücksarealen im Gehirn sind und die Rezeptoren für die Botenstoffe verteilt sind, solche Dinge sind zum Teil genetisch vorbestimmt. Wie es um die Glücksgene von Maximilian Schwarzhuber bestellt ist, lässt sich nicht so einfach untersuchen. Was sagt sein Umfeld? Mutter Johanna hat Maximilian auf seinem schwierigen Weg unterstützt. Er hat viel Glück gehabt mit seiner Familie, hat Glück gehabt, dass alles so gut gegangen ist, auch mit der Amputation. Aber diese Entscheidung dahin, das war einfach eine Kopfsache. Also das sehe ich jetzt eigentlich nicht, dass das irgendwie mit Glück zum Tor hat. Auch seine Brüder und seine Freunde hat Maximilian mit seinem Willen und seiner positiven Einstellung beeindruckt. Er wollte die Amputation unbedingt. Also ich glaube, der Maxi hat uns mehr geholfen, wie wir ihm, weil er halt immer irgendwie das positiv gesehen hat und so weiter. Und auch meine Mama und so, die hat das sehr belastet und auch mich natürlich auch. Und dann ist er immer wieder hergekommen und hat gesagt, ja, wird schon, passt schon. So. Das ist ein sehr positiver Mensch. Mit einer guten Ausstrahlung, die einfach nur ansteckt. Ja, also es gibt viele Leute, die schlecht drauf sind, dann kommt der Max rein und dann ist alles gut und man freut sich. Passt so, drei, eins. Maximilian hat offenbar ein hohes Glückspotenzial. Doch ohne den Rückhalt seiner Familie und seiner Freunde hätte er seinen Weg nie geschafft. Davon ist er überzeugt. Wir Menschen, wir sind Herdentiere, aber wir sind darauf angewiesen, in einem sozialen Gefüge zu leben. Und früher wäre es der Tod gewesen, wenn wir aus so einer sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen worden wären. Und die
beeinflusst uns nach wie vor enorm. Maximilian hat nach der Amputation seinem Leben Sinn gegeben. Er lebt für und von seinen ehrgeizigen Unternehmungen. Er hat durch den Sport und das Musizieren zwei Lebensbereiche, die zuverlässig Glückshormone produzieren. Bei Musik und dem Sport ist er im Flow. Flow ist gewissermaßen meine Interpretation, das Zusammenkommen der gesamten Palette von Glück und Zufriedenheit auf engem Raum. Also wenn wir Typ A, Vorfreude, Typ B, Erleichterung, Stress, Lampenfieber vielleicht und Typ C, Ankommen, Zufriedenheit. Wenn wir das quasi in einem Zyklus innerhalb von kurzer Zeit erleben, dann erleben wir die Fülle, die ganze Fülle des Belohnungssystems, also eine Erfüllung. Wer im Flow ist, lebt gesünder. Glückliche Menschen haben ein stärkeres Immunsystem und leiden seltener an Bluthochdruck. Laut einer Studie der New Yorker Columbia-Universität senkt eine positive Lebenseinstellung das Risiko eines Herzinfarktes um 20%. Das hat natürlich dann auch am Ende des Tages zur Konsequenz, dass die Lebenserwartung für glückliche Menschen deutlich höher ist. Und zwar, man spricht hier von 5 bis 10 Jahren. Können wir glücklich sein lernen? Auf jeden Fall, sagt Belma Günther, Glückslehrerin. Aber natürlich können wir unser Glück dahingehend steuern, indem wir einfach wissen, hey, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich denn überhaupt glücklich? Weil viele stellen sich ja solche Fragen im normalen Alltag gar nicht. Belma Günther unterrichtet das Schulfach Glück an der innovativen Realschule in München-Trudering. So, herein spaziert. Schön, dass ihr heute da seid. Wir erforschen heute das Thema Glück. Heute sollen sich die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie in ihrem Leben glücklich macht. Dafür hat Belma ein sogenanntes Glückskreuz vorbereitet. Was macht sehr glücklich? Was weniger, was nur kurz und was langfristig. Jeder und jedem fallen dazu binnen 5 Minuten viele Beispiele ein. Das Glückskreuz ist schnell mit Dutzenden Vorschlägen gefüllt. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sie ihr Glück selbst in der Hand haben. Das heißt, dass sie für ihr Wohlbefinden auch zum großen Teil selbst verantwortlich sind. Und dass sie gestärkt sind fürs Leben. Dass sie wissen, wer sie sind, was sie ausmacht. Und dass sie an sich selber glauben und wissen, dass sie jede Herausforderung im Leben meistern können. Das ist mein Herzensanliegen. Wir machen einfach mal im Uhrzeigersinn, Maxim. Was hast du auch geschrieben? Mein Hund macht mich sehr glücklich. Er macht dich sehr glücklich. Ja. Und auf lange Sicht, oder? Weil er immer für dich da ist. Also, was mich sehr glücklich macht und auf lange Sicht sind einmal, dass ich Freunde habe, die mich, egal in welcher Situation, immer für mich da sind, die auch immer an meiner Seite bleiben und die mich halt unterstützen. Und ich habe hingeschrieben, Basketball mit Freunden spielen. Weil Basketball macht mir auch immer sehr viel Spaß mit Freunden, wenn es draußen schönes Wetter hat. Bei wenig und langfristig habe ich Hausaufgaben hingelegt. Ah, okay. Bei wenig und kurzfristig habe ich Aufräumen hingelegt, genau. Weil es kurz danach wieder genauso aussieht wie davor. Also ich habe da hingeschrieben, mit Freunden Fußball spielen gehen. Jetzt vor allem, wenn es gutes Wetter ist, macht es halt sehr viel Spaß, Fußball spielen zu gehen. Wir können herausfinden, was unserem Glück beiträgt und wie wir das ganz aktiv eben in unser Leben einladen. Und dafür ist der Glücksunterricht auf jeden Fall da und sinnvoll. Eine der einfachsten Übungen, um diese Form des Glücks zu erleben, ist tatsächlich im Moment anzukommen. Und das Einfachste dafür ist, die Atmung zu beobachten. Also, wenn Sie mögen, einmal die Hand auf den Bauch legen. Bewusst einatmen, vielleicht mit geschlossenen Augen und spüren, wie sich der Bauch hebt bei der Einatmung und wieder senkt bei der Ausatmung. Das für 2, 3, 4 Atemzüge. Das Heben und Senken des Bauches beobachten. So komme ich ganz in den gegenwärtigen Moment, ins Jetzt. Ich bin nicht bei dem, was noch nicht ist und nicht mehr bei dem, was nicht mehr ist, sondern ganz hier und jetzt, in diesem Augenblick.
Das ist für viele Glückseligkeit. Wir nehmen die negativen Dinge viel stärker wahr als die positiven. Und deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, wo man im Endeffekt dann reinschreibt, welche positiven Dinge sich ereignet haben. Und wenn man das eine gewisse Zeit macht, dann wird man sehen, dass man die Welt realistischer, das heißt positiver, wahrnimmt. Zurück zum Radmarathon. 1001 Kilometer in 48 Stunden hat sich Maximilian Schwarzhuber vorgenommen. Von Flensburg nach Oberstdorf. Er wäre der erste beidseitig Beinamputierte, dem das gelingt. Alle paar Stunden gibt es eine kurze 15-minütige Pause. Knie und Oberschenkel machen nach 600 Kilometern mehr und mehr Probleme. Der Zielort Oberstdorf. Eigentlich sollte Maximilian jetzt an der Skischanze eintreffen. Mit einer Stunde Verspätung kommt sein Mitstreiter Achim an, ohne Maximilian. Der hat es leider nicht bis nach Oberstdorf geschafft. Er musste 70 Kilometer vor dem Ziel abbrechen. Während sich Achim über seinen Erfolg freut und feiert, erholt sich Maximilian im Versorgungsbus von den Strapazen. Fühlt sich scheiße an, weil es jetzt nicht mehr so alt gewesen wäre und es ging einfach nicht mehr jetzt mit dem Knie, weil es einfach komplett versagt hat derzeit. Ich hatte ja schon die ganze Zeit Probleme mit dem rechten Knie, das haben wir ja Gott sei Dank zwischenzeitlich dann hinbekommen, dass das wieder funktioniert, aber jetzt zum Schluss hat auch das linke Knie noch, das ging noch einigermaßen, aber das rechte, da war es jetzt komplett aus. Maximilian ist enttäuscht und für den Moment natürlich unglücklich. Doch er bleibt bei seinem Glücksweg und schmiedet bereits neue, ehrgeizige Pläne. Das große Ding steht natürlich weiterhin mit Hawaii, also Ironman auf Hawaii, was ich eventuell dann nächstes Jahr angehen werde. Und jetzt muss ich schauen, wie schnell ich wieder wirklich dann fit bin, weil in 3 Wochen ist Triathlon in Ingolstadt, die Mitteldistanz. Mal sehen, ob ich das packe, dass mein Knie dann wirklich wieder Gas geben kann. Nach einer Stunde Pause geht es ihm wieder so gut, dass er aufstehen kann, um mit Achim und dem Team zu feiern. Max will die Deutschlandtour auf jeden Fall wiederholen. Er sieht den Rückschlag als Teil seines Weges. Die Herausforderung im Sport ist und bleibt sein Lebenssinn. Eine erfüllende Tätigkeit ist das wichtigste Glücksrezept. Den Flow können wir erleben, wenn wir mit Freude lernen, beim Musizieren, beim Sport, bei gemeinsamen Unternehmungen mit Freunden. Jeder kann jederzeit damit anfangen, sein Glück zu finden und mit anderen zu teilen. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.